herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder eine Maske. Ja, ein Maskenhaul habe ich. Ich habe einmal diese schöne Maske. Richtig schönes Packaging draus mit dieser Farbe. Richtig, richtig schön. Die Maske ist von Petit Ami Intensiv. Und hier sind 23 Milliliter drin. Und hier steht noch was auf Deutsch da, verjüngerte Tuchmaske für das Gesicht. Achtung, nur für Erwachsene und zur äußeren Anwendung. Direkt Augenkontakt vermeiden, nicht auf geschädigte Haut anwenden. Bei Hautreizungen Anwendung sofort abbrechen, steht hier drauf. Es war noch in so eine schöne Pappe drin gewesen. Ja, und mit der Pappe sah das so schön aus. Guck mal, so schön. Richtig, richtig schön. Ja, und die werden wir heute, das ist glaube ich eine Tuchmaske, ja. Und die werden wir uns heute auf das schöne Gesicht drauf machen. Genau, bei uns regnet es gerade. Ja, wir machen jetzt die Maske auf. Oh, da ist auch viel Serum drin. Geruch erst süßlich, dann irgendwie künstlich. Nee, hat einen wirklich schönen Duft. Normal. Ja, so sieht die Maske aus. Die sieht ja so durchsichtig weiß aus. Ich werde jetzt erstmal hier abfummeln. Jetzt mal hier einen Anfang wieder finden. So, jetzt haben wir den Anfang erstmal gefunden. Das ist irgendwie, die ist auch ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen dickerer. Wenn wir die jetzt aufs Gesicht jetzt drauf machen. Boah. So. Augen schön aussparen. Augen finde ich ein kleines bisschen klein gehalten. Hier ist das zugemacht. Auch hier an den Seiten ein bisschen klein. Ich muss die Maske mal ein kleines Stückchen tiefer machen. Sonst liegt die mir im Auge. Ich muss das Auge mal ein bisschen wegnehmen. So die Nase. Also sehr klein. Also ich habe schon ein kleines Gesicht. Seht ihr das hier? Und hier? Ich weiß irgendwie nicht, wie ich die zumachen soll. Naja. Dann würden wir sie jetzt so lassen. Augen finde ich ein bisschen klein gehalten. Die jetzt größere Augen haben können, die Maske nicht drauf machen, finde ich. Ich nehme mal die Maske wieder hin. Seht ihr das hier? Schon bei mir schon fast grenzwertig am Auge. Aber es geht noch. Ich kriege jetzt auch nichts ins Auge. Viel Serum hat das auf jeden Fall hier drauf. In die Box, ob hier noch was drinnen ist. Da habe ich schon nicht reingeguckt. Okay, da ist noch, boah, auf jeden Fall so ein Stückchen noch komplett drinnen. So, hier jetzt. Hier ist noch der Rand noch ein bisschen hier. Aber es ist noch wirklich noch eine ganze Menge drinnen. Boah. Aber was ich nicht so gut finde, ich kann die Maske hier nicht so genau hier an der Nase festmachen, weil sonst das bei mir so richtig im Auge hier hinten.
Komisch. Deswegen lasse ich die Nase lieber so in Hucke hier drinne. Und das hier ist bei mir ja schon immer schon so gewesen. Das machen wir schön auf dem Dekolleté. Und das andere werde ich mir... Ja, mal gucken. Wie ist denn noch hier drinne? Alles kriege ich jetzt noch nicht gleich raus, aber das meiste mache ich mir jetzt so ein bisschen am Arm hier schön. Ja. Schön am Arm, dass die auch ein bisschen was abbekommen. Jetzt ist immer noch viel drin. Wenn man mit der Hand nochmal reingeht, da ist immer noch viel, viel drinne. Ja, es tut aber auch mal gut ein bisschen für die Hände, gerade für die Arme, weil die auch immer so trocken sind, dass ich unten löst sich das immer ab, wenn ich mit euch rede. Aber, naja. So ein bisschen was für die Hände noch. Einziehen lassen. Ja, also die Maske. Also brennt tut sie überhaupt nichts. Kühlen tut sie auch nicht. Nur der einzige Nachteil, dass er ziemlich klein ist. Ich halte das hier unten mal ein bisschen fest, dass sich das immer ablöst. Also ein bisschen klein hier an den Seiten. Ja, aber sonst mal gucken. Ob das sich tun soll, was es machen soll. Soll es eigentlich machen, eigentlich genau. Nochmal gucken. Verjüngerte Tuchmaske für das Gesicht. Okay. Verjüngern. Kann die überhaupt eine Maske uns verjüngern? Verjüngern? Ja, mal gucken, ob das vielleicht auch hier bis am Augenring ein bisschen mit straffen tut. Hier mal ein bisschen höher. Drauflegen, bis auf die Augenringe. Vielleicht macht sie da was. Also hier unten löst sich das Übelste ab. Ob sie trocken wäre, aber die ist nass. Verstehe ich nicht. Hatte ich eigentlich auch noch nie gehabt, dass es hier oben, wenn ich rede, dass hier immer abfällt. Hier oben fällt nichts ab. Das ist fest wie fest. Aber hier unten, wenn ich rede, geht das immer locker. Keine Ahnung warum. Aber ja. Ich weiß doch gar nicht, wo ich die Tuchmaske hier drin hatte. Ob ich die eine Glossybox mit drin hatte? Oder eine Pinkbox? Glossybox oder Pinkbox waren die, glaube ich, drin. Petite. Petite. Skincare. Intensiv. Also toll finde ich sie jetzt nicht, dass sie nicht fest bleibt. Finde ich ein bisschen blöd. Hier kannst du auch nicht an der Nase so richtig festmachen. Hier geht es auch schon wieder hier unten ab. Muss ich immer drücken. Wo wir es hier drinnen schon nicht warm haben. Es regnet draußen. Keine Ahnung. Sieht irgendwie komisch aus. Immer wenn ich rede, hier. Seht ihr. Geht es ab. Ich weiß auch nicht, ich lege die mal straffer, aber so straff kann ich sie ja nicht legen. Komisch. Das hier ist bei mir normal, das ist immer so, wenn mein Kinn so klein ist. Ja. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich sehe nur lustig aus, das weiß ich. Aber andere Masken, glaube ich, sind, glaube ich, ein bisschen besserer. Auf jeden Fall, die bleiben hier winzig dran, auch wenn man quatscht. Das hier ist bei mir normal. Ja. Mal gucken, was sie danach macht. Also, wenn man die Maske abnimmt, ob sie dann auch noch so ist oder... Ja. Mal gucken. Was wir da mit draus machen. Ja. Schon wieder ab.
lustig sieht sie schon aus. Also so durchsichtig weiß ist die so nur, aber mal gucken. Auf jeden Fall. Entspannung. Wir sehen uns dann gleich in, ich weiß gar nicht, wie lange man die drauf lassen soll. Steht hier auch nichts drauf. Ja, stimmt, am meisten so 10 bis 15, 20 Minuten. Hier unten wird es schon trocken, pups trocken. Keine Ahnung, wir werden es danach gleich sehen, nach 15 Minuten. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie so was dann aussieht. So, meine Lieben, also die Maske, naja, fand ich jetzt nicht so prickelnd. Hier unten ist alles komplett locker, hier so komplett alles Mundpartie, hier so Nasen-Mundpartie, alles komplett hier locker. Eingetrocknet schon ist gar nichts. Das meiste hält nur hier oben mehr so und das hier hält noch so, wie das hier. Das kleine Stück hält noch, die Nase ist auch pupstrocken. Wir nehmen sie jetzt mal runter. Das war viel drinne, Serum, ja, aber die Maske war trotzdem pupstrocken gewesen. Hier oben ist noch alles, hier unten ist alles total trocken. Ich versuche das mal ein bisschen hier runter zu kriegen. Das restliche noch. Ja. Jetzt ein bisschen gestrafft. Also das hier merke ich auf jeden Fall, dass leicht ein bisschen straffer geworden ist. Das seht ihr ja auch. Seht ihr das so ein bisschen hier? Das hier ist ein bisschen straffer geworden. Hier oben auch. Das sehe ich an meine Fältchen hier oben. Hier, ja, so ein bisschen, aber hier ist nicht so intensiv, weil die Maske hier abging. Ja, also hier unten sieht man es nicht wirklich. Eigentlich hätte das hier unten mitgeholfen, aber dadurch, dass ja hier alles hier komplett trocken war, das hier, sieht man hier keinen Effekt. Nur hier, wo es wirklich hing, hier merkt man es, hier oben, aber hier leider nichts. Da, wo es am meisten, ein bisschen am schlimmsten aussieht. Aber sonst war die in Ordnung gewesen. Ja, ich würde so sagen, toll gerochen hat es auch nicht ganz. Einen komischen Geruch hatte die auch gehabt. Ich würde sagen, maximal 2. Ja, ein bisschen hat sie hier gestrafft und hier oben und ein bisschen gehalten. Ja, würde ich sagen, weil es hier und hier und hier alles gestrafft ein bisschen hat, würde ich sagen, eine 2, aber gerade so eine 2. Eine 1 plus so in den Dreh, würde ich sagen. 1 plus. Ah nee, Quatsch. Ich würde eher eine 1 plus geben. Gerade zu eine 2, aber nicht sehr gut. Also von andersrum rede ich jetzt nur. Ich würde jetzt nur einen Punkt geben von, sagen wir mal, von 6 Punkten würde ich ihr nur einen Punkt geben, die Maske hier. Also von 6 Punkten würde ich nur fast 2 Punkte geben, nur aber 1 bis 2 Punkte. Also ich finde, sie hat nicht gut abgeschlossen. War nicht wirklich. Ja, hat nur 2 läppige Punkte bekommen. War nicht so prickelnd gewesen, aber war es viel Serum hier drinne. Konnte meine ganzen Arme komplett hier machen und so, aber das Gesicht hat es nicht dran gehalten, Entschuldigung, nicht dran gehalten hier so extrem. Hier ging ja alles ab, hier die Nase. Ja, also nachkaufen würde ich mir auf jeden Fall nicht noch einmal die hier. Ich weiß nicht, ich glaube eine Pinkbox hätte ich die drin gehabt, eine Pinkbox. Ist ja auch egal, jetzt wo ich sie drin hatte. Aber nachkaufen, wenn ich es im Laden sehen würde, würde sie nicht machen. Genau. Naja, es können nicht alle Masken so gut abschneiden, aber die von Action sind eigentlich meistens immer sehr gut. Ja.
Die jetzt gerade nicht. Ja, die hatte ich gerade mal 10 Minuten drauf gehabt. Maximal 10 Minuten. Da war das hier unten schon Pappe trocken gewesen. Naja, aber ein schönes Design hat es. Ein Packaging mit den roten Schimmern so verschmiert. Mit dem Weiß sieht das richtig schön aus. Aber naja, leider nicht bestanden den Test. Naja. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, im Maskenhaul mit der lieben Maske hier, die ich nicht so gut fand. Ja, aber es können ja nicht alle so gut abschneiden. Ist halt so, manche sind halt gut und manche halt nicht so gut. Naja, kann man nichts ändern. Man macht ja Erfahrungen, wenn man die ja drauf macht, die Masken, und die testet. Umso mehr man die testet, umso mehr weiß man, okay, die ist gut, die ist nicht so gut, was er so macht. Ja, so gestrafft hat sie, das war schön gewesen. Hier oben ist alles komplett gestrafft, auch hier unter den Augen so ein bisschen gestrafft. Das war gut. Geruch, naja, ging so, war jetzt nicht, hat man nicht so gut jetzt gerochen, den Geruch, aber wenn man schon ein bisschen näher dran gekommen ist an der Maske, an der Nase, dann hat man es gerochen schon ein bisschen. Gebrannt hat sie auch nichts, gekühlt hat sie auch nicht. Ja, viel Serum hat sie drin gehabt, hat man aber nirgendwo hier unten gesehen. Habt ihr ja gesehen, wo wir geredet hatten, dass sie hier unten schon abging, ja. Okay, meine Lieben, ich sage dann Tschüssi bis zum nächsten Maskenhaul. Ich sage Tschüssi bis zum nächsten Video. Habt noch viel Spaß.